Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, noch befinden wir uns in Vrodgar, aber wie ich schon angekündigt hatte, ohne ein gewisses Ziel zu nennen, wir werden uns jetzt als nächstes nach Hevsfluch aufmachen. Um das aber wirklich zu verstehen, beziehungsweise um da wirklich den Anfang zu finden, müssen wir hier in Vrodgar, hier unten sind wir, das ist gar nicht so weit weg, sehe ich gerade, müssen wir einen gesetzlosen Unterschlupf finden. Es ist übrigens egal, ob ihr das in Vrodgar macht oder in irgendeiner anderen Stadt, weil die nämlich in jedem gesetzlosen Unterschlupf sind. So, jetzt muss ich nur mal eben gucken. Ich verstehe, was wollt ihr? Ich bin hier, wenn ihr eure Meinung ändert. Also eigentlich sollten hier noch Leute stehen, aber die tauchen anscheinend nur in Auridon auf und nicht hier in Vrodgar. Seid ihr wegen des Auftrags hier? Um jeglicher Verwirrung vorzubeugen. Ja, wir teilen die Gewinne gerecht auf. Und nein, in diesem Punkt gebe ich kein Stück nach. Auftrag? Was für ein Auftrag? Wollt ihr damit sagen, ihr seid nicht wegen der Bekanntmachung hier? Lasst es mich erklären. Ich brauche eine Partnerin für einen schwierigen Auftrag. Es zahlt sich aus. Doch dazu muss man reisen. Und es ist auch nicht ganz ungefährlich. Klingt das nach etwas, was euch interessieren könnte? Klingt gut. Ich bin dabei. Ich bin so froh, dass ihr vorbeigekommen seid. Ich habe ein Schiff angeheuert. Trefft mich dort, sobald es losgehen kann. Hier, ich markiere es euch auf eurer Karte. Bringt ein paar Dietriche mit. Falls ihr keine habt, könnt ihr hier welche kaufen. Oh, und zieht euch warm an. Wohin genau gehen wir? Besprechen wir die Einzelheiten, wenn wir uns treffen. Es ist nicht so, dass ich euch nicht traue. Ich bin nur... Ich glaube nicht, dass ich an diesem Ort einen guten Eindruck hinterlassen habe. Also nur, falls ihr noch Interesse habt. Das habt ihr, oder? Natürlich habt ihr das. Ich scherze nur. Warum seid ihr überrascht, dass ich den Antrag angenommen habe? Ich hatte noch nie eine Partnerin. Ich meine, bei all den anderen großen Aufträgen, die ich gemacht habe, habe ich immer alles allein durchgezogen. Oh, und das recht erfolgreich. Und die meisten Leute, mit denen ich gesprochen habe, meinten, das Treffen wäre zu weit weg. Ihr habt die Docks von Waldheim auf meiner Karte markiert. Warum Grünschatten? Warum brechen wir nicht direkt von hier auf? Nun, ich habe im Vorfeld für ein Schiff bezahlt. Ich wusste ja nicht, wie weit ich reisen würde, um eine passende Partnerin zu finden. Also für den Auftrag, meine ich. Aber darüber können wir an den Docks sprechen. Okay, dann werde ich mich jetzt mal aufmachen zu den Docks nach Grünheim und werde euch gleich wieder hinzuschalten. So, und wir sind in Grünschatten angekommen. Oh, da fällt mir übrigens ein, dass ich meinen Gefährten in dem Moment übrigens wegtun sollte. Das wäre besser, weil sonst ist er nämlich ganz, ganz böse auf mich. Wir sind hier unten am Wegschrein von Waldheim und da zum Dock müssen wir hin. Ich zeige euch das kurz auf der Karte. Das ist hier links in dem Gebiet. Und ja, dieses Gebiet hier kennen wir ja schon. Grünschatten haben wir ja vor einiger Zeit auch durchgequestet. Passt jetzt eigentlich ganz gut, dass es so dunkel ist. Was? Womit hat die Mutter recht? Ja, was ich sagen wollte, passt jetzt eigentlich ganz gut, dass es jetzt hier so dunkel ist, weil wir natürlich, da das die Liebesgilde ist, einen Auftrag haben, um zu stehlen. Ach nee, Moment, das war hier oben. Müssen wir noch eins weiter. Da wartet Gwen auf uns. Ihr habt es geschafft. Ich war mir nicht sicher, ob... Nun, ich bin froh, dass ihr hier seid. Nun also zu den Einzelheiten. Wir sind auf dem Weg zu einem fernen Fleckenland namens die Fuhlstrom-Heimstätte. Er gehört irgendeinem Tane aus Ostmarsch. Er ist im Krieg, aber sein Gesinde und seine Wachen sind noch da. Was wollen wir dort? Wir suchen nach einem Relikt, das man den Geowessen-Schädel nennt. Wir schlüpfen in den Schatzraum, schnappen uns unsere Beute und verschwinden, bevor jemand was merkt. Danach teilen wir die Erlöse auf und gehen getrennte Wege. Nun gut, von mir aus kann es losgehen. Eine Sache noch. Mir wäre es lieber, wenn ich kein Blut vergießen muss. Aber ich überlasse unsere Sicherheit lieber euch. Wenn eine Wache euch sieht, dann zieht euch in ein Versteck zurück. Klingt das gut? Klingt gut. Dieser kleine Pott wird uns zu einem Blockadebrecher vor der Küste bringen. Mit ihm kommen wir in die Fuhlstrom-Heimstätte und wieder zurück. Ich hoffe, ihr werdet nicht so leicht seekrank. Ich werde leicht seekrank. Ich... komme bestimmt irgendwie klar. Ist das der größte Auftrag, den ihr je durchgezogen habt?
Der neueste Auftrag ist immer der größte Auftrag. So ist das Diebesleben. Ihr wisst ja, wie das ist. Nein, eigentlich noch nicht. Wie gut kennt ihr das Diebesleben? Nun, das ist der größte Auftrag, den ich je versucht habe. Aber ich habe recherchiert, für den Transport gesorgt und ich wusste, dass ich eine gute Partnerin brauche, um ihn durchzuziehen. Deshalb habe ich euch angeworben. Spricht etwas dagegen, dass ich mehr stehle als nur den Giovessen-Schädel? Nicht das Geringste. Alles, was ihr sonst noch mitnehmt, könnt ihr selbst verhehlen. Vergesst nur nicht, warum wir hier sind. Wir gehen erst wieder, wenn wir den Giovessen-Schädel haben. Okay, dann mal los. Wir nehmen einfach mal alles mit. Ja, genug Platz haben wir noch. Sollen wir noch mit dir reden? Fester Boden. Endlich. Kälter, als ich erwartet hätte. Sehr, sehr kalt. Das Herrenhaus sollte ein Stück dort vorn liegen. Seid ihr bereit? Ich habe ein paar Fragen, bevor wir weitermachen. Natürlich. Immer raus damit. Womit müssen wir rechnen? Über die ganze Heimstätte verteilt dürfte es Wachen geben. Wir suchen nach einem Torhaus. Sobald wir am Fallgatter vorbei sind, sollte es nicht mehr weit bis zum Herrenhaus sein. Dort werden wir den Giovessen-Schädel finden. Warum wollt ihr den Giovessen-Schädel stehlen? Ich brauche ihn für einen Käufer in Abars Landung, was jetzt gar nicht wichtig ist. Bis wir den Giovessen-Schädel haben, gibt es keinen Grund, über die Bezahlung zu sprechen. Nun gut, von mir aus kann es losgehen. So, dann komm mal mit. Gehen wir zum Herrenhaus. Schnell und leise. Mhm. Schnell und leise ist mein zweiter Vorname. Allerdings nehme ich das gerade auf. Also wird die wahrscheinlich jetzt alles schief gehen. Die bestehen aus Wachen von Windhelm. Eine Leihgabe an irgendwen von Bedeutung. Sucht euch ein Versteck, falls sie uns nachjagen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe das so oft zwischen den zwei Gittern geschafft. Oder Schlachterfische. Bewegt er sich noch runter? Ich habe das so oft geschafft und ich gehe sehr stark davon aus, jetzt wo ich das aufnehme, wird wohl tatsächlich alles schief gehen. Die Frage ist jetzt, sieht der mich jetzt, wenn ich hier bin? Eigentlich wäre es logisch, ne, wenn er mich hier sehen würde, aber... Aber er guckt mich direkt an und sieht mich nicht, das ist gut. Also am besten wäre es natürlich direkt durchzugehen und dann da vorne reinzugehen. Aber die hat sich ein bisschen schneller auf mich zubewegt als normal, die Wache. Deswegen glaube ich, wäre es ganz gut, wenn wir erstmal hier warten. Ja, komm, geh da weiter. Geh doch weiter. In die andere Richtung. Wo hat der mich jetzt gerade erschreckt? An den kann ich mich gar nicht erinnern. Ja, das ist ein Geduldsspiel hier tatsächlich, weil das dauert sehr lange, bis sie dann endlich mal sich wegbewegen. Wer sieht mich denn jetzt hier? Hallo? Ach, der da drin. Ah, jetzt habe ich es gesehen. Der ist aber, glaube ich... glaube ich, weiter weg, oder? Hier ist noch etwas für uns da. Wobei hier, glaube ich, einer hinten hinkommt, soweit ich weiß. Da steht noch einer. Ah, das ist jetzt ganz blöd. Ah. Das ist ganz blöd, dass ich alles nach der Reihenfolge machen will, weil wir hätten das jetzt gut gebrauchen können, jemanden umzubringen. Der steht da natürlich ganz, ganz beschissen. Man darf übrigens... Oh, da kommt der Typ, den ich meinte. Man darf übrigens nicht ins Wasser gehen. Weil da nämlich Schlachterfische drin sind. Jetzt können wir den auch nicht umbringen. Normalerweise bringe ich die immer alle hinterrücks um. Dann kann man hier wirklich so durchgehen. Also komplett ohne irgendwelches Kopfgeld oder sonst irgendwas. Ich wollte gerade sagen, der dreht sich doch bestimmt jetzt um.
Da hinten steht auch noch einer. Also der da vorne erwischt mich jetzt auf jeden Fall. Den hätte ich normalerweise schon lange platt gemacht. Aber der wird mich jetzt auf jeden Fall erwischen. Okay. Die von rechts kommt gerade. Und die von links geht gerade. Normalerweise wird die jetzt schon lange tot. Die hätte ich jetzt von hinten schon lange ermordet. Und dann hätte ich hier weitergekonnt, ohne dass die mich halt gesehen hat, weil die ja schon tot ist, logischerweise. Und ohne dass der unten mich gesehen hätte. Oh. Ich riskiere jetzt mal was. Oh, das Problem ist, ich sehe hier hinten überhaupt nicht, bis wo das hier geht. Wache braucht noch einen kleinen Moment. Da müssen wir jetzt ganz schnell durchschlüpfen. Die sehen euch übrigens tatsächlich nur innerhalb von dem Kreis. Also wenn nichts verbuggt ist natürlich. Oh, eine Kartoffel, sehr schön. So, Gwen, walte deines Amtes. Diese Winde ist ein Problem. Einen Augenblick. Ja, normalerweise würde sie jetzt hier hochklettern. Das wäre auch animiert, aber irgendwie hat sie heute wohl keine Lust dafür. Dazu. Gwen? Nee, sie teleportiert sich heute mal. Na gut. Das klemmt. Hm. Versucht ihr, das Tor anzuheben, während... Das war's. Ich wusste, wir würden gute Partner sein. Mhm. Schwuppdiwupp. Du siehst mich nicht. Geh einfach weiter. Jetzt kommt der andere Typ natürlich gerade. Das ist eine Wache. Die könnt ihr nicht töten. Die kann euch dafür aber ganz schön toll töten. Also da immer aufpassen. Und wir müssen jetzt nach rechts runter. Der Typ hier ist weg. Also im Zweifelsfall immer ein bisschen in der Nähe von diesen Verstecken bleiben. So. Der geht oben rum. Da steht einer, da steht einer, da steht einer. Nein! Das war ganz doof, ganz doof, ganz doof. Ich sag doch, jetzt geht alles schief. Bewegt der sich jetzt noch oder sieht der mich jetzt auch gleich? So von wegen, es geht alles schief. Na? Er scheint stehen zu bleiben. Aber hier ist so eine Kreuzung. Eigentlich habe ich jetzt hier zu lange gebraucht, dass die schon... Ne, die sind noch nicht weg. Da kommt er gerade. Gwen. Nicht einfach so durch den Schnee, bitte. So. Da ist es natürlich auch sehr von Vorteil, wenn ihr Namen bzw. Lebensbalken anhabt. Dann seht ihr besser, ob gerade jemand kommt. Ihr habt doch Dietriche mitgebracht, oder? Ja, du hast doch gesagt, ich soll welche mitbringen. Ich bin nur noch nicht so geübt da drin. Ich habe erst 25%.
So, wenn wir hier drin sind. Die Triche funktionieren bei diesen Türen nicht. Eine Art Mechanismus vielleicht? Können wir uns in Ruhe umsehen erstmal und alles einstecken, was wir einstecken wollen? Ja, es ist ein Mechanismus. Da kümmern wir uns auch direkt gleich drum. So, da haben wir nichts mehr. Bücherregal gucken wir nochmal schnell nach. So. So, und hier ist dann der Mechanismus. Boah, das ist mal ein schlauer Tane. Aber nicht schlau genug. Ich wollte gerade sagen, ganz so schlau ist er nicht. Ihr seht ja hier oben die drei Gegenstände. Die müssen wir im Endeffekt nur hier unten... Das war nicht die linke, die ich amüsiert hatte. Die müssen wir im Endeffekt nur hier unten einstellen. Also links das Horn. In der Mitte, das soll die Kerze sein. Und rechts der Schädel. Haben wir auch ein Klicken gehört? Ich habe ein Klicken gehört. Kommt schon, finden wir den Geowessenschädel. So, hier kann ich euch nur empfehlen, das könnt ihr gerne durchlesen, wenn ihr möchtet. Das mache ich jetzt nicht. Hier kann ich euch nur empfehlen, im Vorfeld hier schon mal alles abzulaufen. Ich wollte gerade sagen, da waren nur noch Münzen. Und zu gucken, was hier überall drin ist, weil das könnt ihr theoretisch im Nachhinein auch noch, aber da würde ich euch das dann nicht mehr empfehlen. So, Moment, hier war noch gerade noch was. Genau. Einfach alles mitnehmen, was nicht nagelfest ist. Und was ein bisschen Wert hat natürlich auch. Deswegen habe ich übrigens auch den Bastian weggemacht. Weil jedes Mal, wenn ich klaue, hat der ja ein Problem damit. Und da das ja meine Lieblingsbeschäftigung hier in Teso ist, mitunter, ist das halt ein bisschen hinderlich. So, bevor wir da jetzt dran gehen... Sollten wir wirklich sicherstellen, dass wir alles hier rausgeholt haben. Beziehungsweise mitgenommen haben. So, da haben wir noch was. Normalerweise solltet ihr das natürlich ein bisschen durchgucken. Ach, das ist ein Schild, den brauche ich nicht. Ich nehme jetzt einfach mal alles mit. Auch damit es schneller geht. So. Da ist er. Er ist so blank. Ja, dann würde ich sagen, haben wir alles. Ergebt euch, Diebin! Das Herrenhaus ist umstellt! Heute zieht euch das Eisenrad zur Rechenschaft! Was? Wer seid ihr? Oberinspektor Ranbeek, wir werden euren Versuch, den Geowessen Schädel zu stehlen, ein Ende setzen. Gesteht ihr auch, die Mitgift von Magnifica Falora gestohlen zu haben? Was ist eine Falora? Sie... Es spielt keine Rolle. Legt den Geowessen Schädel zurück und ergebt euch. Oder stellt euch den Konsequenzen. Keine Ahnung, was er meint. Ich überlasse euch die Führung. Wenn ich mich richtig erinnere... Kann man den Schädel zurücklegen und die Wachen gehen trotzdem auf einen los. Also ist es mir jetzt egal, ich greife die einfach an. Einen anderen Weg hinaus. Genau. Und sie sagt so schön, wir finden einen anderen Weg hinaus. Den muss ich dann finden. Wer war das? Worum ging es da eben von wegen Mitgiften und Eisenrädern? Ich habe keine Ahnung. Habt ihr irgendwem sonst erzählt, dass wir herkommen würden? Niemandem. Nun, ich hatte der Diebesgilde in Abars Landung eine Nachricht zukommen lassen. Sie klang recht interessiert, was den Geowessen Schädel anging. Abars Landung hätte unser nächster Halt sein sollen. Aber warum sollte dieses Eisenrad hier einen Hinterhalt legen? Seid ihr sicher, dass ihr noch nie von ihnen gehört habt? Noch nie. Aber wir können immer noch herausfinden, wer sie sind, sobald wir von hier abgehauen sind. Natürlich, ihr habt recht. Das Eisenrad könnte jeden Moment zurückkehren. Wir müssen hier raus, und zwar schnell. Halt! Habt ihr das gehört? Was gehört? Da kommt jemand. Wer seid ihr? Ihr kennt mich noch nicht, aber ich bin ein Freund. Quen, nicht wahr? Zieht diese Uniform an und geht nach draußen. Das Eisenrad wird eine Wache von Windhelm nicht aufhalten. Ich gehe auf gar keinen Fall ohne meine Partnerin. Ich habe nur eine Uniform. Los! Geht und holt euer Boot. Trefft uns dann am Ausgang der Katakomben. Danach können wir zur Diebesgilde in Abars Landung zurück. Ihr seid von der Diebesgilde? Ich
Na schön, ich treffe euch beide am Ausgang. Viel Glück. Ja. Ihr wird nichts geschehen. Sieht so aus, als würde uns nur der gefährliche Weg außen herum bleiben. Dann komm mal mit. Ich hasse Spinnen übrigens mindestens genauso wie du. Das wollte ich nur schon mal vorweg gesagt haben. Hier könnt ihr dann auch noch mal so ein bisschen einsammeln, wenn ihr möchtet. Da komme ich jetzt gerade gar nicht ran, so doch. Hatte ich erwähnt, dass ich Angst vor Spinnen habe? Hätte ich wohl erwähnen sollen. Ich versuche, mich zusammenzureißen. Seht, eine Gruft. In einer Gruft passiert doch nie etwas Schlimmes. Natürlich nicht. Also die könnt ihr entweder angreifen oder könnt ihr so ein bisschen drumherum schleichen. Die Sachen würde ich immer mitnehmen. Sie sieht euch. Nein, mich. Uns. Ist wohl unser beider Schuld. Naja, aufgrund der Tatsache, dass ich ihr angegriffen habe, könnte es vielleicht meine Schuld sein, wenn man so möchte. Das Schöne ist, die hier haben nur zwei Beine. Noch. Ich glaube, hier bin ich schon hier rumgegangen. Ach, na gut. Ich bin mal eigentlich immer links rumgegangen, aber es ist auch mal ganz nett, hier rumzugehen. Das ist nämlich mal was Neues. So, normalerweise würden wir jetzt von da kommen und da würden uns schon die ersten Spinnen auflauern. Nee, Moment, da müssen wir hin. So, und jetzt kommt das nicht so Schöne. Die kleinen Spinnen greifen euch nicht an. Wenn es noch so ist wie früher, dann wird die große Spinne euch aber auch nicht angreifen, wenn ihr euch so ein bisschen entfernt haltet. Und es scheint noch so zu sein wie früher. Also wenn ihr hier jetzt nicht wir haben es fast geschafft. Eure Zeit vertrödeln wollt, dann könnt ihr da so einfach durchlaufen. Ja, ist schade mit dem Kopfgeld wegen der einen Person, aber was will man machen? Ich glaube, sie haben mich nicht gesehen. Geht es euch gut? Ihr seid grüner als meine Lieblingsweste. Schon gut. Es geht mir gut. Ich hätte gern darauf verzichten können, in meinem Leben einmal durch eine Spinnengrube laufen zu müssen. Aber wir haben es geschafft. Ihr hinterlasst wirklich viel Eindruck in Abars Landung. Was ist Abars Landung? Die Diebesgilde und meine Gildenmeisterin, die euch erklären kann, warum das Eisenrad denkt, ihr hättet das gleiche Schicksal verdient, das sie uns angedeihen lassen wollen. Es ist ein eher unangenehmes Schicksal. Dabei spielen Brandeisen eine gewisse Rolle. Was, wenn ich nicht nach Abars Landung gehen will? Ihr seid eure eigene Herrin. Aber das Eisenrad ist unermüdlich und sie kennen jetzt euer Gesicht und das Gesicht eurer Partnerin. Dann sagt mir doch, wohin wir gehen. Ich würde Abars Landung vorschlagen, sobald wir dazu in der Lage sind. Also ich gehe jetzt dahin, damit der Port freigeschaltet ist. Wobei ich glaube, der ist generell freigeschaltet. Und dann gehe ich aber nochmal kurz zur Goldküste. Nun gut, bringt uns nach Abars Landung. So, aber wir sind jetzt hier unten. Ich guck mal eben. Ja, der Port ist auf jeden Fall freigeschaltet. Dann wird er wohl sonst auch freigeschaltet sein. Sobald ihr Lust habt, gehen wir in das Diebesnest. Es ist eine alte Zisterne. Oh, eine Zisterne. Na wunderbar. Ich bin umgeben von Wasser, wohin ich auch gehe. Uff, ich glaube, ich bleibe ein Weilchen hier. Keine Lust, als Stiefelzierde für die Gildenmeisterin zu enden. Geht es euch gut? Ja, mir geht es gut. Lass die Gildenmeisterin nicht meinetwegen warten. Oh. Eine Reise nach Abars Landung ist immer schön. Geht in unser Diebesnest. Die Gildenmeisterin wartet. Eure Partnerin und ich kommen nach, sobald sie ein bisschen weniger um sich spuckt. Wo ist das Diebesnest? Verborgen in einer alten Zisterne, die die Handelsfürsten dieser Stadt schon lange vergessen haben. Eine neue Heimat für uns, nachdem das Eisenrad die alte auseinandergenommen hat.
Es ist etwas feucht. Man gewöhnt sich daran. So, und ich zeige euch das mal eben. Also wir sind jetzt hier unten an den Docks. Wir müssten eigentlich hier so hoch und dann hier durch. Das Problem ist, hier überall sind Wachen. Hier auch nochmal. Gut, die könnte man umgehen. Aber die hier wird schon schwieriger zu umgehen, weil wir müssen nämlich direkt durch die Tür durch. Und die ist auch mit Wachen bestickt, soweit ich mich erinnern kann. Deswegen werde ich mal kurz hin und her porten. Einmal zu irgendjemandem aus der Gilde, dann zur Goldküste, die wir ja offiziell noch nicht kennen. Da werde ich mal kurz mein Kopfgeld begleichen und wir sehen uns dann gleich am Wegschrein wieder. So, und damit wir das mal kurz angucken können, das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten, die ganzen Sachen, die wir hier verkaufen können, die wir jetzt haben mitgehen lassen. Also ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, 14.800 ungefähr. Dann verkaufen wir mal den ganzen Kram, der uns ein bisschen Geld bringt. Und dann schauen wir gleich mal, wie viel wir dann bekommen haben. Ja, das bringt uns nicht viel, aber das tun wir trotzdem weg. Das noch. So, und wie ihr seht, also 700 haben wir auf jeden Fall dadurch noch bekommen. Und wir können natürlich noch einiges schieben, was dann, sobald man natürlich ESO Plus hat, alles in den Beutel reinwandert. Das brauchen wir eigentlich nicht, das können wir auch verkaufen. Das muss ich schieben, weil das für die Main ist. Und das habe ich schon, das heißt, das kann ich auch loswerden. So, das können wir verkaufen. Und das können wir dann zerstören. Zack. Und wir sind dann wieder einiges hochgekommen im Level. Und ich sollte vielleicht mein Kopfgeld doch noch begleichen. Achtet darauf, wo ihr hintretet. Und damit sind wir dann wieder in Hilfsfluch. Und da wir jetzt hier am Wegschrein sind und kein Kopfgeld mehr haben, ist das Ganze viel einfacher. Wir brauchen nur hier durchzureiten. Und hier sieht man nämlich schon die Wache. Na gut, es ist jetzt nur eine Wache. Ich hatte zwei Wachen im Kopf. Theoretisch könnte man da noch so durchschleichen. Das hätte natürlich auch noch gedauert. Ich finde die Variante eigentlich immer am besten, weil so hat man dann auch wieder kein Kopfgeld mehr. Man kann sich wieder um was kümmern. Und ich bin ein bisschen blöd gesprungen heute. Ja, und hier ist dann noch schon der Eingang zum Diebesnest. Hier links, das wird später noch gezeigt, das sollte man sich aber schon mal direkt merken. Hier geradeaus könntet ihr jetzt theoretisch auch nochmal Sachen verkaufen. Das ist auch nochmal eine Hehlerin. Kriege ich das mit dem Fackelkäfer hin? Ja, perfekt. So, und hier sind auch schon mal Zettelchen, die hier rumliegen, die man lesen kann. Im Moment allerdings noch nicht. Ich glaube, nach jeder Stufe, die man gemacht hat in der Diebesgilde. Nee, hier oben ist zum Beispiel ein Zettel. Könnt ihr euch gerne durchlesen. Ist jetzt nicht so wichtig zur Story, glaube ich. Wir sollten uns unterhalten. Ja, machen wir sofort, wenn ich das Buch gelesen habe. Das ist Karins Wunschliste. Das sind Sachen, die man überall in ganz Tamriel stehlen soll. Hier steht auch überall in Glenumbra, wo man das bekommt, in Kluftspitze, in Ostmarsch und so weiter. Wenn ihr danach gehen möchtet und das machen möchtet, das gibt dann auch nochmal eine Errungenschaft und einen Titel. Dann könnt ihr natürlich gerne auf unsere Homepage gehen, www.diehungrigenwölfe.wordpress.com. Da findet ihr das Ganze dann auch nochmal schön aufgelistet mit Bildern, soweit ich mich erinnere, wie das Ganze aussieht, beziehungsweise wo ihr das Ganze findet. Schleichtleise hat eine Nachricht über die Ereignisse in der Fulstrom-Heimstätte geschickt. Er meinte, ihr wärt dem Eisenrad durch die gierigen Finger geschlüpft. Ja, ihr müsst die Gildenmeisterin sein. Ja, das bin ich. Aber nennt mich bitte Syra. Titel fallen nicht groß ins Gewicht, wenn man in einer Zisterne lebt. Ziemlich kühn von euch und Quen, Jagd auf den Giovessen Schädel zu machen. Wusstet ihr, dass sie einen Brief geschickt hatte, in dem sie um ein Treffen bat? Ein Anfängerfehler. Das Eisenrad hat ihre Post gelesen. Sie wussten die ganze Zeit, dass wir kommen würden? Deshalb habe ich Schleichtleise entsandt, um euch rauszuholen. Versteht mich nicht falsch. Quen mag noch grün hinter den Ohren sein,
aber sie hat einen richtigen Beutezug geplant. Die Sorte, die wir früher durchgezogen haben, bevor das Eisenrad den Großteil von uns gefangen genommen oder getötet hat. Bastarde. Warum hat es das Eisenrad auf die Diebesgilde abgesehen? Habt ihr von Magnifica Falora gehört? Sie ist eine Adlige aus Tarnet mit einer beträchtlichen Mitgift in ihrer Familiengruft. Wir haben versucht, sie zu stehlen, aber wir scheiterten. Und sie heuerte das Eisenrad an, um uns zu bestrafen. Ich habe gehört, ihr Anführer dachte, ihr würdet für uns arbeiten. Wollt ihr das auch offiziell tun? Was meint ihr? Wenn der große Oberinspektor Ran Beek denkt, ihr seid Teil der Gilde, wer bin ich schon, ihm da zu widersprechen? Wir brauchen gute Diebe. Fähige Diebe wie euch und Quen, um uns wieder aus der Gosse zu erheben. Also, habt ihr Lust, euch der Diebesgilde anzuschließen? Für uns kann es nur bergauf gehen. Ich werde mich der Diebesgilde anschließen. Gut, ihr scheut keine Herausforderungen. Je mehr ihr für uns tut, desto mehr Gold und Respekt verdient ihr euch. Bei uns zählt der Ruf so einiges. Uns den Giovessenschädel zu bringen, ist schon mal ein guter Anfang. Hier ist euer Anteil. Macht euch keine Sorgen. Quen bekommt schon, was ihr zusteht. Ja, und wir haben einen Behälter mit unidentifizierbares Schuhwerk erhalten und einen Fertigkeitspunkt. Ich hatte euch doch von unserem gescheiterten Beutezug erzählt. Dem, der das Eisenrad nach Abars Landung geführt hat. Jemand hat sie in unsere Richtung gelenkt. Es ist an der Zeit herauszufinden, wer genau das war. Habt ihr irgendwelche Verdächtigen? Ich würde auf Velsa wetten. Sie war Teil unseres Diebesrats, des inneren Zirkels der Gilde. Aber sie hat sich kurz vor dem Mitgiftbeutezug zur Ruhe gesetzt. Das könnte ein Zufall gewesen sein. Oder sie könnte uns für eine ganze Menge Gold verkauft haben. Seid ihr sicher, dass Velsa die Diebesgilde verraten hat? Ich würde mir gerne Gewissheit verschaffen. Wir beide sollten ihr einen Besuch abstatten, um herauszufinden, ob das Eisenrad ihren Ruhestand finanziert. Es gibt einen Spalt in der Stadtmauer, außerhalb des überfluteten Viertels. Trefft mich dort, sobald ihr bereit seid. Ich treffe euch dort. Diebe sollten stets getrennt reisen. Ein Rat von Nikolas. Ein guter Rat. Wer ist Nikolas? Unser alter Gildenmeister. Ein Mentor und Freund. Er plante den Mitgiftbeutezug, durch den wir reicher geworden wären, als wir es uns je erträumt hätten. Aber er ist tot. Ich habe ihn in der Familiengruft von Magnifica Falora verloren. Er wird schmerzlich vermisst. Wie konnte sich Velsa aus der Diebesgilde zurückziehen? Sie meinte, sie hätte genug für den Rest ihres Lebens verdient. Sie hat uns ihre Hehlergeschäfte übergeben und gesagt, wir sollten sie in Ruhe lassen. Wir sehen sie gelegentlich mal auf dem Markt, aber sie bleibt für sich. Soll mir recht sein. Unterwäsche aus Korallen ist weniger grob als sie. Das nenne ich mal einen Vergleich. Ja, wir öffnen natürlich mal eben das unidentifizierbare Schuhwerk und finden Panzerschuhe von Baharas Fluch. So, ja, da wir jetzt mit dem ersten Auftrag durch sind, würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.